Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Und hier gibt es einen neuen Modus. Neuer Modus verfügbar. Herausforderung. Herausforderungsbonus. Willkommen beim neuen Herausforderungsmodus von Jurassic World Evolution. In diesem Modus, den wir nur erfahrenen Parkmanagern empfehlen, haben Sie die Aufgabe, Isla Nublar auf 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden auszubauen. Erhöhen Sie Ihre Inselbewertung, um Fortschritte zu machen und neue Inhalte freizuschalten. Jeder Stern bringt neue Gelegenheiten und Schwierigkeiten mit sich, denen Sie sich stellen müssen, während Sie Ihre eigene Jurassic World einrichten. Wählen Sie neue Herausforderungen aus, um anzufangen, versuchen Sie anschließend so schnell wie möglich 5 Sterne zu erreichen. Jeder Schwierigkeitsgrad hat eine vorgegebene Zeit, die Sie unterbieten müssen. Für die ultimative Herausforderung sollten Sie den Schwierigkeitsgrad Jurassic ausprobieren. Ja, tun wir aber nicht, sondern wir spielen die Kampagne weiter. So Leute, und da bin ich mehr oder weniger offiziell wieder. Heute ist der 20. September, der Tag, an dem diese Folge auch erscheinen wird. Und ja, dann gehen die Jurassic World Videos weiter, würde ich sagen. Wie ich schon in meinem Twitter-Post gesagt habe, wurde mir gestern berichtet, dass für mich keine Gefühle mehr vorhanden sind. Und ja, jetzt sollte man nach vorne blicken. Ich weiß gar nicht, ist das hier die richtige Map? Irgendwie nicht, ne? Ne, warum sind wir auf dieser Map? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. So, Wir haben mal freigeschaltet, ne? Wir gehen mal kurz auf die Insel hier. 3,5 Sterne nur? Warte mal. Jetzt sag mir nicht, der hat das Savegame nicht gespeichert. Sag mir nicht, wir haben hier keinen T-Rex. Und keine Einbahnschienen und alles. Dann bin ich wirklich ein sehr trauriger Sauli. Der ich generell schon bin. Doch, sieht gut aus. Yes. Der T-Rexo war auch glücklich, ne? Ja. Ich habe gestern übrigens Jurassic World geguckt. Bevor meine Ex vorbeikam. War toll. So. Extrahieren, den extrahieren. Was war das überhaupt? Ach, Tyrannosaurus, dann haben wir da auch bald die 100%. Und die Fossilien zu verkaufen, würde ich fast sagen, behalten wir dann für die nächste Insel, ne? Ich muss mich jetzt hier erstmal wieder reingrooven, beziehungsweise wir grooven uns jetzt mal zusammen wieder rein. Ich könnte auch einfacher, ne? Ich kann nur also hier so. Araloffo. 80% haben wir von dem Duklo. Von dem haben wir nur 54%, deswegen. Oh. Geld haben wir ja hier, ne? Entspannte 3 Millionen haben wir auf Kasse. Auf Tasche, nicht auf Kasse. Ja. Was war hier? Hier fahren wir die Brachios noch am Ausbrüten. 2 Brachios kommen da raus. Und dann wurde ja von der Passiv erwähnt, dass ich hier in diese Richtung gar nichts ausgebaut habe. Und was ich mir wohl dabei denke, während ich das tue. Den Gedankengang kann ich eigentlich ganz leicht sagen. Hier sollten halt Generatoren und Co. hin. Und dann, weil hier einfach mehr Platz war irgendwie, habe ich mich halt in diese Richtung ausgebreitet. Wie die Menschen das halt tun, weißt du, sie infizieren das Land vor sich. Also habe ich das auch getan. Und wenn man dann an seine Grenzen stößt, dann muss man auch mal andere Richtungen versuchen. Sollte ich mir vielleicht auch für mein Privatleben jetzt verinnerlichen. Diesen Auftrag haben wir eingesagt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Thank you.
schön, nicht wahr? Schön, dass das hier schön ins Bild kommt. Um zu nerven. Wie sieht's aus? Wasser ist ein bisschen wenig und so, aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus, ja? Brauchen wir uns nicht normal angucken. Wasser? Nicht der. Ist hier nur sein. Ist hier nur Essen. Haben die überhaupt Essen? Nee, haben sie nicht. Upsi. Ich habe auch noch gar nichts gebaut, damit die beobachtet werden können, ne? So, dann haben die Nahrung, die ist das. Mit Weiz sind sie soweit auch zufrieden. Können wir noch ein bisschen... Mein Mikrofonständer ist ein bisschen im Monitor. Also vor dem Monitor. So, wir können noch ein bisschen... Wo war denn das? Hier noch so ein bisschen weit. Und Bestand und so sieht auch... Sozial sieht auch gut aus. Oh, ich weiß nicht, ob wir davon 4 halten können. Der Abstand? Ist das so wie der Abstand? Ich probiere es einfach. Wir gucken mal, dass wir noch 2 Brachios ausbrüten. Brachiosaurus. Und auch schön auf 100% haben. Haben wir? Aber wir haben 3x Tempo drin, okay. Können wir das Genom modifizieren? Ja, haben wir nichts. Stärke des Herzens. Bewertung in den Lebenserwartungen ist dadurch höher. Lebensfähigkeit sinken. Also das rentiert sich auf jeden Fall. Bewertung allerdings ändert sich daran nichts. Das hier ist die tollste Bewertung. Besonders effizientes Blut. Nehmen wir das doch. ...193, was ist das? Er ist doch genau selber, oder? Besonders effizientes Blut. Guck mal, wie die Kosten hochgehen, das, die Kosten fürs Brot produzieren. Was ist das? Besonders effizientes Blut? Dinos stellen eine potenzielle Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Risiko in den Einrichtungen. Alles klar, Owen. Ich kümmere mich darum, ich schwöre. Hier überall besonders effizientes Blut. Dann geht die Bewertung einfach mal. So kostet ein einziger Brachio fast 3 Millionen. Richtig krass, ne? So wie Ranger war er, ne? Ja, genau. So, Aufgabe hinzufügen, dann... Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Einverstanden. Füge Aufgabe hinzu. Ich weiß jetzt gar nicht, was das eine Ranger-Team alles auffüllt. Nachschub ist unterwegs. Verstanden. Keine Ahnung. Macht ihr mal. Machen wir. So, dann müssen wir hier allerdings noch was umändern. Brauchen wir auf jeden Fall noch die Erfolgsrate 2.0. Wie hoch ist dann die Chance? Ich meine, wenn wir fast 3 Millionen bezahlen, ja. Dann will ich auch, dass das hinhaut. Oh, wait. Lebensfähigkeit minus 8%. Da muss ich wohl nochmal drüber. Das geht so nicht. Lege weitere Aufgabe fest.
Tja, hoffentlich lassen sie die sich jetzt nicht zu viel Zeit. Wir bräuchten fast noch ein drittes Ranger-Team, gibt's das? So. Halt, 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 halt. Hier, Ranger-Team 3. Bin zur Futterstation unterwegs. Mach mal beim T-Rex voll, bitte. Okay. Dann werden wir uns doch langsam mal wieder reingrooven, aber wie gesagt, das hier geht gar nicht. Minus 8% ist... Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ein bisschen. K. Nutzfähigkeit 28%. Krass, ne? Echt krass. So, jetzt hätten wir die 100%. Ja. Nichts für ungut, Guys, aber... Würde sich mal bitte jemand um die Dinosaurier kümmern hier? Bitte? Please? Guys? Verwaltungsansicht? So, Schutzraum. Das ist alles Toffee? Ja, ist vielleicht da hinten. Machen wir es nochmal eben für die Gäste. Hier nochmal ein kleiner Schutzraum. Schöner T-Rex-Schrei hat man hier. Dinosaurier-Sichtbarkeit. Finanzielles. Da kann man gucken, wie die Läden laufen. Laufen alle gut? Essen? Ja, die haben halt mega Hunger, ne? Aber ich habe da nirgendwo Platz mehr. Tut mir sehr leid für euch. Außerdem ist da eigentlich genug. Ich weiß nicht, was die haben. Wie sieht es eigentlich mit Forschung aus? Können wir noch was forschen? Hier können wir auch wieder losschicken, ne? Ja, machen wir mal hier. Machen wir mal hier. So, extrahieren. 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 Wie gesagt, erstmal wieder reinkommen, ne? Erstmal wieder reingrooven in das Spiel. So, Forschung. 0000000. Okay. Die Datenbank hatte uns ja bislang noch nichts zu interessieren. Ja, Rangers! Was ist los mit euch? Ich hab voll die kranken Tiere. Anfrage bestätigt. Okay. Dann kann man dann bald hier weiter ausbauen. Kann sich da dann noch ein paar Dinosaurier zulegen. Ich würde sagen, auf die nächste Insel gehen wir in der nächsten Folge. Muss auch erstmal gucken. Ja, da bin ich ganz real mit euch, ja. Ich muss auch erstmal gucken, ob meine Gefühlslage dazu in der Lage ist, aufzunehmen. Das ist quasi gerade auch für mich ein Selbsttest. Hallo? Ich habe 3 fucking Ranger-Teams. Nein. Ich habe 3 fucking Ranger-Teams, ja. Und trotzdem so viel kranke Dinos. Hier, komm, mach mal. Gut, alte Dino. So, dann dürfte hier auch wieder was... Warte, wir gehen nochmal kurz zu den Fossilien. Gut, da wurde jetzt nicht so viel rangeschäffelt.
Okay. 158, das ist auf jeden Fall noch reichlich wenig. Boah, könnt ihr jetzt bitte mal, ne, fertig machen, please? Keine infizierten Dinosaurier in der... Danke. So. Jetzt brauchen wir hier noch Sichtbarkeit. Beobachtung. Ja, ja, genau. Am besten machen wir das beim T-Rex andersrum, ne? So, das ist optimal halt. So. So. Dann kann man da zumindest eine Runde reinglupschen. Die sind am Produzieren, sind aber auch bald fertig. Ja, und dann können wir echt in die andere Richtung noch ausbauen und können da noch weitere Dinosaurier dazu holen. Hier war ja alles cool bei euch, ne? Wieso ist denn da gerade Bestand hin und her gesprungen? Was hatten wir hier? Hier hatten wir Dillos. Okay. Okay. Raptoren hatten wir hier nicht. Offensichtlich nicht. Und schauen wir mal. Wenn wir die freilassen, die Dudes. Wie das dann aussieht. So. Dio. Dino. Sozial sollte, glaube ich, sogar noch passen. Wird eng, aber sollte passen. Ich würde dann aber ganz gerne sogar noch zur Sicherheit zwei mehr. Solange der Bestand da nicht voll ist, kann man ja eigentlich sogar noch was reinschmeißen. An Dinosaurs. Der Bestand, der sieht ganz gut aus. Da passt auf jeden Fall noch was. Müssen wir hier ja nicht ausschließlich für Brachios benutzen. Sieht man nochmal, wie viel Gewinn man macht. 700.000 pro Minute, das ist ordentlich. Schade, dass man nicht mehrere T-Rexe halten kann, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo der sich gerade rumtreibt. Der Tyrannosaurus Rexo. Sehen tue ich ihn nicht, da läuft eine Ziege. Und er schreit, also ich glaube, er ist am Jagen. Dass er irgendwo am Zaun rummacht. Oder so sehe ich doch, wo er ist. Was machst du hier oben? Am Zaun? Okay. So, sozial passt. Und das freut mir. So. Würde ich fast sagen, machen wir den Dino fast mal voll, oder? Und hier wäre ich dann fast dafür, dass wir hier noch Diplos mit reinpacken. Also auf 80% können wir runter, genomtechnisch. Dann geht die Bewertung hoch, machen wir mal das. So. Ja, komm. Mach mal einfach das. So. 80 plus 20. Sehr gut. Dann machen wir zwei Diplos noch. Nein.
So. Machen wir. Kann sein, dass die Sprachausgabe auf einmal fehlt von denen? Da rennt Derex. Aber ich würde bei ihm gerne mal wieder gucken, wie er sich denn fühlt. Oh, Geborgenheit 100%. Seht ihr aber, bei dem fehlt nicht viel dafür, dass er rageig wird. Hier gibt es keine Stürme, ne? Das ist gut zu wissen, denn wenn es die gäbe, hätten wir hier definitiv ein Problem mit dem T-Rex. Wenn ein Sturm kommt, bricht er bestimmt immer aus. Ist bestimmt nicht so toll. So, machen wir mal schon mal so. Zu den Fossilien. Müssen gleich noch welche reinkommen, was natürlich schwierig wird, weil wir nur noch einen Platz haben. Baryonyx bringt uns ja nichts, haben wir genug. Ich glaube, hier warten wir einen Moment, bis wir die wieder losschicken. So wird das Fossilienzentrum schnell voll. Ich habe auch nur 4 Stunden geschlafen oder so. Bin richtig matschig. Ja, genau so dachte ich mir das nämlich. Oh, der Dino ist dann voll. Okay. Später dann haben wir nämlich keinen Platz mehr für Fossilien. So, hier kann ich ja leider nirgendwo mehr Essen hinbauen, weil das Gelände natürlich belegt ist, ne? Vor allem hier so, also hier wäre halt gar kein Platz mehr, ne? Man sieht das, wie überall ist es alles voll belegt. Es wäre absolut nicht möglich, da noch irgendwas hinzubauen. Liegt absolut nicht im Rahmen des Möglichen. Muss man einfach sagen, ja, also muss man das auch akzeptieren dann, wenn kein Platz mehr da ist, dann kann man auch nichts bauen, ne, das ist halt so. Ich glaube, hier gab es eine kleine Stelle, wo es ging, ne. Wollen wir da noch eben Restaurant hin? Restaurante? Was schreist du denn so, Rexy? Bei dir ist alles supi. So, nebenbei können wir den Ranger-Teams einfach schon mal eine Aufgabe geben hier. 2. So, Ranger-Team 3. Kümmere mich um Futterstation. Aufgabe erhalten. Sehr gut. Damit es da auch gar nicht zu Problemen kommt. So, der Dino ist jetzt vollständig. Sehr, sehr schön. Hier wäre es dann natürlich noch ganz schlau, würde ich behaupten, wenn wir hier noch Bodenfutter machen. Falls da noch irgendwelche Dinosaurier reinkommen, die jetzt nicht da oben rankommen ans Essen. Und dann ist das doch soweit ganz cool, würde ich behaupten. Lassen wir mal die Diplos frei. Wie fast wie Duplo, ne? Da kommen sie, die längsten Pralinen der Welt. Na gut, im Vergleich zu einem Brachio sind sie dann nicht die längsten Pralinen. Da. Ja, ich würde fast sagen, ein Gehege, 2 Gehege und ein paar Gebäude. Und dann ist die Map auch voll. So im Großen und Ganzen. So wie sieht's aus.
Bestand ist hier noch alles im Lot. So sozial will er natürlich noch was dazu haben. Aber abgesehen davon geht's ihm ganz gut. Deswegen machen wir dann gleich nochmal 2 D+. Seid da, ausbrüten. Wir haben die Aufgabe, nein, die Mission, diesen Tieren ein optimales Umfeld zu bieten. Ihr Lebensraum ist viel zu klein. Was? Wovon redest du? Mit dir? Was viel zu klein? Hat sich da drüben plötzlich ein Dinosaurier umentschieden, dass es ihm doch zu voll ist? Weiß man ja nicht. Möglich ist ja alles. Na, schauen wir mal kurz. Geborgenheit 100, 100, 100, 100. 100, 100. 100. 100, 100. Ja, wo ist das Problem? Lassen Sie einen Nodosaurus mit Zähigkeit der Hautmodifikation. Was ist ein Nodosaurus? Habe ich sowas wie einen Nodosaurus? Nodo. Nodo? Ups. Nodo. Ich habe keinen Nodosaurus. Dass man so Aufgaben kriegt, die man noch gar nicht erfüllen kann, ne? Das ist so gemein. Voll fies, ey. So, der ist auf dem Weg zu Wasser. 2 D+ gehen auf jeden Fall noch klar. Das freut mir doch. Tja, ich würde auf einer Seite dann natürlich. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Danke. Bitte, bitte, bitte. Rufbelohnung, gute Verdauung 4.0. Geil. Habt ihr auch gute Verdauung 4.0 dort draußen? Das ist die Frage. Das ist die Frage, was wir da drüben dann noch mit reinschmeißen, ne? Die Frage ist auch, ob ab irgendeinem gewissen Punkt es sinnvoll wäre, 2 Hotels zu haben. Aber irgendwie kommen wir von den Sternen auch nicht wirklich hoch, ne? Was ist denn hier? Was? Schutzraumsicherung hervorragend. Dinosaurier-Sichtbarkeit 57%. Nahrungs 48%. Trinkenbewertung 36%. Spaß. Einkauf. Ja, ich kann halt noch keine Cocktailbar oder. Getränkeautomaten kann ich leider auch nirgendwo hinstellen. So, ich würde schon sagen, wir warten jetzt noch, bis die beiden D+ fertig sind. Und in der nächsten Folge schwingen wir uns dann mal rüber auf die andere Insel. Und die können wir ja gerade einfach nochmal losschicken. Wobei, macht das viel Sinn? Warte. Nicht wirklich, nein. Wir haben echt viel zu verkaufen. Reich werden wir durch wahrscheinlich nicht. Wir können mal 1 losschicken. Ein Expeditionsteam. Para. Maya. Machen wir noch einen Paralophosaurus in den USA. Dann werden wir uns ein bisschen DNA besorgen. Ja. Gehen wir den Ranger-Teams nochmal was zu tun, auch Spaß. Nachschubanfrage erhalten. Lege weitere Aufgabe fest. Kostet natürlich alles Geld, aber das ist gerade wirklich kein Problem, das wir haben. Verstanden. So. So, Numero Uno kann schon mal raus. Wir müssten hier langsam aber auch Hunger haben, ne? Ja, siehst du, die wollen hier nämlich auch einkaufen, essen und trinken.
Das können wir vielleicht mal noch angehen. Oh, halt. Wir hätten einen hier. Wir müssen hier was machen. Gute alte Jurassic Mumpf. $45 das Stück. Ist der Wagen gerade geflogen? Ist da gerade der Wagen abgehoben? Habt ihr das auch gesehen? So, hier stellen wir vorsichtshalber mal noch ein zweites Personal ein. So. Und dann können wir hier unten noch für die Gäste sorgen. Da gibt's. Was? Ist immer komisch mit diesem Verbautsein. Da gibt's einen Souvenirladen. Gehen wir mal kurz in den Fossilien. Fastfood-Restaurante. Ein Kleiderladen. Tja, ich hätte das lieber auch irgendwie alles anders verbunden, aber alles nicht so einfach. Ist das jetzt überhaupt verbunden? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So, was fehlt für die Gäste jetzt noch? Bowlingbahn und Restaurant. Hey. Ich hätte die Bowlingbahn lieber auch in dem Radius hier. Ja, ja. Machen wir. Gar kein Problem. Jeder weiß, dass wir das wegen des Geldes tun. Ich bin bloß ehrlich, das ist alles. Ja, manchmal ist Ehrlichkeit besser als alles andere. Auch wenn die Person dann vielleicht doch irgendwie ekelhaft ist. Aber da weiß man immer, woran man ist. So, sieht irgendwie schäbig aus, ne? Mit dem Weg so. Scheint hier irgendwie hinzuhauen. Wie kann man nochmal mit Strom sehen? Okay, ich habe aber noch genug. So, Restaurante fehlt noch, ne? Dann haben wir unten alles gebaut einmal. Der Restaurante kommt dahin. So, dann müssen wir jetzt nur noch uns um die Preise kümmern. So, wir spielen hier natürlich, 10er Kegel, versteht sich. Scheinbar können wir voll hochdrehen. Und sogar noch Personal ein. Dann sogar noch Personal einstellen. Holy shit, was ist denn hier los? Zur Sicherheit stellen wir noch eine Person ein. Die haben ja richtig Bock. So. Wenn sich das hier so gut verkauft, dann nehmen wir natürlich auch den Dino Overall. Boah, 16.000, krass. 75 das Stück. Das mag ich an Ihnen. Sie bringen Ergebnisse. So. Rufbelohnung, Spielhalle, Besucherzentren. Geil. Was bedeutet das jetzt? Warum Strom? Ist es jetzt echt so weit, dass wir nicht genug Strom haben? Hatten wir nicht gerade noch super viel? Ach, ist nicht mehr in der Nähe des Umspannwerks. Ach so. Ja, let me fix this. Alter. Terrainbeschränkung. So. Hier haben wir die Preise schon gemacht, ne? Die ziemlich berstigen Preise. Okay, jetzt, wollen wir hier im Personal vielleicht doch runtergehen? Lieber nicht.
Lieber nicht. So. Der Souvenirladen riecht natürlich auch ein geiles Nachtsichtgerät. Obwohl wie passiv auch ganz richtig angemerkt hat. Dass hier irgendwie nie nachts ist. So, für 59 das Stück. Brauchen wir auch noch ein zweites Personal. Also hier kaufen die Leute auf jeden Fall. Die haben Bock. Fastfood-Restaurant auch das teuerste. Und hier können wir ganz hoch drehen. Da stellen wir noch einen ein. Alter, guckt euch das an. 621 Gäste, 25.000 pro Minute. Holy shit. What the fuck is happening here? Ist auch fast voll. Muss nur gucken, ob überall... Na, siehst du, hier brauchen wir noch ein Personal. Krass. Super krass. So, da fehlt nur noch das normale Restaurante. Im 70. Stück. Hier scheint so zu reichen. Ja. So, wie sieht es jetzt hier hinten aus? Jetzt muss ich natürlich die Spielhalle hier auch noch irgendwie unterbringen. Versteht sich ja wohl von selbst. Das machen wir auch alles noch gepflegt in der Folge. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt länger nicht aufgenommen habe, wird die Folge hier ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie lange waren wir pro Folge? Bei 30 Minuten, ne? Glaube ich. Glaube ich zu denken. Dann gucken wir gleich mal, wie die Gemütslage hier ist. Auf jeden Fall tummeln sich hier verdammt viele Leute rum in der Ecke. Die Sterne steigen auch, unser Geld steigt enorm. Wir machen fast 1 Million pro Minute. Was auf der Insel läuft. Kann man nicht anders sagen. So. Retro, aktuelles Gen, Next Gen. Ja, Next Gen hier. Wobei Retro natürlich auch cool ist. So, $55. Tja, so. Dann schauen wir mal. Sind die Leute happy? Ja. Sichtbarkeit ist ganz gut. Läden machen sich auch gut. Essen ist so lala. Trinken ist schlecht. Shop ist so lala. Spaß ist gut. Was wollen denn die Leute? Wir haben Kleiderladen und einen Souvenirladen. Was soll ich hier denn noch hinbauen? Dass die zufrieden sind. Es bringt doch nichts, wenn ich jetzt einfach noch einen Souvenirladen hinbaue, oder? Bringt doch niemandem was. Man, da ist ein Souvenirladen und der ist nicht voll belegt. Also... Ich meine, hier wäre noch Platz für Leute. Und hier wäre noch Platz für Leute. Also. Weiß nicht. Macht aus meiner Sicht irgendwie wenig Sinn, wenn ich dann nochmal dasselbe baue, wenn in dem anderen Laden noch Platz ist. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel auch so denkt. Es könnte gut sein, dass das Spiel denkt, bau mehr. Also Quantität statt Qualität oder so. Kann ja sein. Weiß man nicht. Aber wie sieht's hier eigentlich mit dem Bestand aus? Ich weiß halt auch nicht, welche Dinos dann bestandstechnisch hier noch reinpassen würden. Ich glaube ein T-Rex, ne? Ein T-Rex würde hier noch reinpassen. Und der hätte Spaß. Ja, dann würde ich fast sagen... Was das hier erstmal auf dieser Insel für den Moment. Wir werden dann gleich einmal rüberschwitschen auf die andere Insel.
Vorher schicke ich aber nochmal hier los. 100. Paralofo. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Solinex. Ciao.